Jo, willkommen zurück. Sie sind wegen Galakrond hier, der Urdrache, den alle fünf Drachenschwärme nur gemeinsam besiegen konnten. Der letzte. Der letzte Boss. Alextasa gegen Hagatha. Haltet ein, Halunken! Stellt euch dem Zorn der Drachensterne! Wir haben ihn gefunden. Jetzt könnt ihr uns nicht mehr aufhalten. Wir können nicht zulassen, dass ihr Galakrond erweckt. Das wird nicht geschehen. Die fünf Schwärme werden sich gegen euch verbünden. Ich sehe eine Vision in den Flammen. Ich bin froh, dass wir euch helfen können, Forscher. Gemeinsam sind wir stärker. Sternensucher, es gibt da etwas, das ihr über euren Freund Reno wissen müsst. Reden wir später darüber, Drachenkönigin. Das verlief nicht ganz nach Quark. Oh, war ja. Eine Prophezeiung. Für die Drachenkönigin eine Prophezeiung. So ein hübsches Lied. Mein Fluch trifft diesen hier. Wir müssen dieser Verderbnis Einhalt gebieten. Das verliebt mich ganz nach. Wir müssen diese Verderbnis Einhalt gebieten.
Wow. Ein einfacher Zauber genügt. Schützt das Nest! Ich bin der Sturm eures Untergangs! Für die Lebensbinderin! Verschützt das Nest! Mein Drache hat Hunger! Jawohl. Explosive Evolution. 2 Mana verwandelt einen Diener in einen zufälligen Diener, der 3 mehr kostet. Krass. Okay. Und Himmelsfrei Beuterin. 2 Mana, 1-3, Verstohlenheit, Todesröcheln, zieht eine Karte. Rafam will Galakrond wieder erwecken? Wir müssen ihn aufhalten. Ja, auf jeden Fall eine Menge interessante neue Karten. Da freue ich mich schon aufs Deckbasteln. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.